Willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Podcast. In dieser Folge geht es um geschlechtergerechte Sprache in Brettspielen, genauer in Spieleanleitungen. Dafür habe ich, Johannes, mit Professorin Susanne Gündner über den Sinn und Zweck von geschlechtergerechter Sprache und der Entwicklung der Debatte in Deutschland, mit Jens Borcherding und Lisa Prohaska von Board Game Circus und Benjamin Schönheiter von Frosted Games über die Herausforderungen beim Schreiben von Anleitungen und deren Ansatz zu geschlechtergerechter Sprache in Anleitungen, mit Dr. Markus Friedrich über die Auswirkungen von geschlechtergerechter Sprache auf die Verständlichkeit von Texten und mit Martina Fuchs aus der Spiel des Jahres Jury über die Hürden beim Lesen von Anleitungen und den Umgang als Spielerin und Spieler gesprochen. Ist es eine Spielerreihenfolgekarte, legt die Karte auf den Ablagestapel des Reihenfolgedecks und dieser Spieler führt seinen Spielzug aus. Das sind zwei Sätze aus der Anleitung von Eons End. Das ist ja erstmal für mich als Spieler, als Johannes, ich bin ein Mann, kein Problem. Ich als Spieler kann mich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Ist die Frage, spricht das alle an? Das könnte man natürlich sagen, ja, Spieler meint Frauen und Männer mit. Jetzt ist aber zum Beispiel in der Anleitung von Blackout Hong Kong steht, abschließend bestimmt ihr eine Startspielerin anhand eurer bevorzugten Methode. Gebt ihr den Phasenanzeiger und die drei Warenwürfel. Da wurde jetzt gesagt, okay, wir formulieren alles oder die Redaktion von Pegasus, wo es rausgekommen ist, hat entschieden, da ist alles in der weiblichen Form formuliert. Das heißt, es wird immer von Spielerinnen oder Spielerinnen gesprochen. Und ist die Frage, fühle ich mich da angesprochen als Mann? Man könnte ja sagen, Spielerin meint explizit nur Frauen. Natürlich gab es dann zu dem Thema auch eine Diskussion auf Board Game Geek, da habe ich ein bisschen rumgeguckt, okay, da wurde diskutiert, vor allem wurde da heiß diskutiert, ich weiß nicht, ob man noch Diskussion sagen kann, da fielen direkt solche Schlagwörter wie Gender-Gaga oder Spielerinnen-Quatsch. Und wenn wir dann in eine andere Anleitung gucken von dem relativ neuen Spiel Transmissions, ist ein Spiel in Englisch, da steht The player who most recently received a text message goes first. Sehen wir im Englischen ist mit The player sind erstmal alle angesprochen. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung zwischen Spieler und Spielerin. Und in der deutschen Version zu Creature Comforts, dem Spiel Die Tiere im Ahrntal, steht dann bestimmt zufällig, wer zuerst der frühe Vogel ist. Diese Person nimmt sich den Wurm und die vier Dorfwürfel. Da ist mit Person eine Form gewählt worden, die sich nicht explizit auf ein Geschlecht bezieht, sei es männlich, weiblich oder divers. Und damit könnten jetzt sozusagen alle angesprochen werden. Wie auch schon die beiden Schlagwörter, würde ich sagen, aus dieser Diskussion auf Board Game Geek zeigen, häufig sind solche Diskussionen immer sehr emotional geführt. Und ich möchte ein paar Facetten der Debatte aufzeigen. Zunächst allgemein zu geschlechtergerechter Sprache und dann in Bezug auf Brettspiele, genauer Brettspielanleitung. Bevor wir uns mit Brettspielanleitung bzw. geschlechtergerechter Sprache in Brettspielanleitung auseinandersetzen, soll es erstmal noch ein bisschen allgemein um geschlechtergerechte Sprache gehen. Und da habe ich mit Professorin Susanne Gündner gesprochen und sie lehrt und forscht am Germanistischen Institut in der Abteilung Sprachwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und hat unter anderem die Schwerpunkte Gesprächsforschung, interkulturelle Kommunikation und Gender Studies. Sie habe ich erstmal gefragt, was geschlechtergerechte Sprache bzw. Genderlinguistik ist und wie sich die Debatte in Deutschland entwickelt hat und wann man auf die Idee gekommen ist, die Sprache in Bezug auf das Geschlecht zu untersuchen. Genderlinguistik, das ist ein Begriff, den haben wir seit ungefähr 15 Jahren. Der beschäftigt sich mit Linguistik, Sprachwissenschaft in Bezug auf die Geschlechter. Und zwar ist es zum einen die Frage, wie werden die Geschlechter, also zunächst mal Frauen, Männer, in unserer Sprache, also im Deutschen, repräsentiert, dargestellt? Und zum anderen die Frage, gibt es vielleicht Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wie
sie sprechen. Also wie präsentiere ich mich durch die Art, wie ich spreche als Frau, durch meine Stimme, durch die Art, welche Sätze ich benutze, durch die Adjektive und so weiter. Also es bezieht sich zum einen auf, wie werden die Geschlechter im Deutschen dargestellt und zum anderen, wie sprechen wir als Personen, um uns als Frauen oder Männer zu präsentieren. Das ist eine Debatte, die kam bereits Ende der 1970er Jahre auf. Damals war ich Studentin an der Universität Konstanz. Und die zwei Sprachwissenschaftlerinnen, Senta Trömmel-Blötz und Luise Pusch, waren damals in Konstanz. Ich war Hilfskraft und Studentin bei den beiden. Und die kamen mit diesem Thema, das zunächst in den USA begann die Frage, gibt es sowas wie eine Frauensprache und eine Männersprache bei uns? Wie wird über Frauen gesprochen? Wie wird über Männer gesprochen? Und sie griffen dieses Thema in Deutschland auf und gründeten oder begründeten das, was dann feministische Linguistik hieß. Das war eine Zeit Studentenbewegungen, Frauenbewegung und damals natürlich die Frage, Frauen werden in unserer Gesellschaft diskriminiert, die verdienen nicht dasselbe, die sind von Armut stärker bedroht. Und die Frage ist, was heißt es für die Sprache? Wie werden Frauen und Männer in unserer deutschen Sprache dargestellt? Gibt es da vielleicht auch eine Asymmetrie, ein Ungleichgewicht? Und da fing man an, diesen Fragen nachzugehen. Und so kam die feministische Linguistik auf. Und eines vom Ersten, was dann, also Johannes, du hast gerade das Englische erwähnt. Das Englische hat einen Artikel the. Das Deutsche ist etwas komplexer, nämlich wir haben drei Artikel. Der, die, das. Und interessant im Deutschen ist ja eigentlich, und das müssen wir, wenn wir Deutsch unterrichten für Ausländer, dann wird uns das nochmal klar. Man kann im Deutschen keinen Satz bilden oder über Personen sprechen, ohne deren Geschlecht irgendwie zu benennen. Also zum Beispiel, jemand ist auf dem Markt und da passiert was und will das dann dem Johannes erzählen. Und dann würde ich zum Johannes sagen, du, ich war gestern auf dem Markt und am Obststand hat... Und jetzt muss ich mich entscheiden, der Verkäufer oder die Verkäuferin mich gefragt, sie oder er wollte wissen, ob sein oder ihr Brokkoli zu teuer ist. Also das heißt, ich bin quasi gezwungen von der Grammatik des Deutschen stets zu entscheiden, ob es sich bei der Person um eine männliche oder weibliche Person handelt. Ich kann nicht wie im Englischen sagen, the salesperson. Also manchmal kann ich im Deutschen auch so ein neutrales Wort, aber in der Regel muss ich mich entscheiden. Das heißt, im Deutschen gibt es so eine Art Ausweispflicht in der Grammatik in Bezug auf das Geschlecht einer Person. Und die interessante Frage ist, gibt es da einen Unterschied in Bezug auf die Repräsentation von männlichen und weiblichen Personen durch unsere Grammatik? Und damals, in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, im Zuge der Frauenbewegung, kam eine Kritik auf an unserer Sprache, dass die gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen und Männern sich auch sprachlich zeigt. Manche können sich vielleicht noch erinnern, im Deutschen gab es als Anredeformen für Männer Herr Müller. Für Frauen gab es damals noch Fräulein Müller oder Frau. Das heißt, bei Frauen hat man unterschieden, sind sie verheiratet, dann sind sie Frau. Sind sie nicht verheiratet, dann sind sie nur ein Fräulein, das kleine Fräulein. Wir als Feministinnen haben damals natürlich das kritisiert, dass bei Frauen der Status relevant ist, verheiratet oder nicht. Das ist jetzt natürlich nicht willkürlich, sondern die Sprache, mit der Sprache machen wir Differenzierungen, die soziokulturell für in der Gesellschaft relevant sind. Es war relevant, ist die Frau noch zu haben für Männer oder nicht? Ist sie schon eine richtige Frau oder noch ein Fräulein? Und es wurde gefordert, entweder führen wir jetzt Herrlein Müller ein und es gibt Herrlein Müller und Herr Müller, oder wir schaffen Fräulein ab. Und so wurde durch ein gesellschaftliches Engagement von Frauen das Fräulein abgeschafft.
Dann zeigte sich aber rasch, diese Asymmetrie, diese Ungleichbehandlung von Frauen und Männern betrifft nicht nur Fräulein. Damals wurden Briefe von den Ämtern rundgeschickt, sehr geehrte Herren. Egal, ob man Frau oder Mann war, man wurde als sehr geehrte Herren angesprochen. Und natürlich, und jetzt sind wir beim Thema, das heute auch aktuell diskutiert wird, nämlich Spielerinnen und Spieler. Der Spieler, die Spielerin. Und im Deutschen ist es so, bei Personenbezeichnungen ist die männliche Form, die ist eigentlich doppeldeutig. Sie kann sich auf Männer beziehen. Guck mal, dieser Spieler, der lässt seinen Bart zum Vollbart wachsen. Dann ist klar, der Spieler ist ein Mann. Wenn ich aber sage, der durchschnittliche Brettspieler ist 30 Jahre alt, ist so und so, dann kann das sich auf einen Mann, oder das bezieht sich auf jeden Fall wahrscheinlich auf einen Mann, aber kann auch Frauen einschließen. Das heißt, diese männliche Form ist doppeldeutig. Sie kann entweder sagen, ich referiere auf einen Mann oder ich schließe auch Frauen ein. Und diese Ungleichheit oder diese Doppelfunktion dieser männlichen Form, die ist das Problem, das aktuell auch wieder kritisiert wird in Zusammenhang mit der Genderlinguistik. Hier wurden jetzt mehrere Punkte angesprochen. Den letzten möchte ich nochmal aufgreifen in Bezug auf Spielanleitung, weil das war genau das, was sozusagen auch in der Diskussion auf BoardGameGeek diskutiert wurde. Also die Anleitung von Blackout Hongkong, das war für mich zumindest damals die erste, wo mir aufgefallen ist, okay, da wird bewusst, das war ja eine bewusste Entscheidung, immer die ganze Zeit von Spielerinnen und Spielern zu schreiben. Es gibt noch andere Spiele, also auf jeden Fall weiß ich auch die Paper Tales Anleitung von Frosted Games, da wurde damals auch nur die weibliche Form benutzt. Und während bei Spieleanleitungen, in denen nur die männliche Form genutzt wird, also Spieler, ob alle Personen, egal welchen Geschlechtes angesprochen werden, wurde dann auf BoardGameGeek bei Blackout Hongkong darüber diskutiert, ob mit Spielerinnen ja jetzt auch, also sind damit nur Frauen gemeint oder sind damit alle Personen gemeint? Sozusagen, wir haben bei Spielerinnen wird darüber diskutiert, aus einer bestimmten Perspektive. Bei Spieler wird aus einer, ja, wird von bestimmten Leuten, wird darüber nicht diskutiert, weil gesagt wird, okay, nee, mit Spieler sind auch immer alle mitgemeint. Können natürlich auch sagen, warum sollen denn nicht bei Spielerinnen auch alle mit gemeint sein? Und wir haben jetzt den Punkt, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zeigt sich in unserer Sprache. Jetzt ist natürlich andersrum die Frage, und da wird sie auch relevant für geschlechtergerechte Sprache. Gibt es denn auch eine Auswirkung der Sprache auf uns, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Handlung, auf unser Verhalten? Wir nennen das ein reflexives Verhältnis. Das eine hat einen Einfluss auf das andere und das andere wirkt auf das eine zurück. Also, man kann sich das so vorstellen. Also, Johannes wurde in Deutschland geboren. Als Kind mit seiner Sozialisation im Gleichklang erwirbt er seine erste Sprache, sagen wir, die ist Deutsch. Durch die Sprache lernt er als Kind die Welt zu kategorisieren. Er lernt, ah ja, es gibt sowas wie Mädchen und Jungs. Und damit wird für ihn klar, Personen werden eingeteilt in weiblich und männlich. Das erwirbt er durch diese sprachliche Klassifikation. In einer Sprache ist immer auch sowas, wie Humboldt sagt, eine Weltansicht kodiert. Wenn sich natürlich die soziale Wirklichkeit verändert, wie jetzt durch die Frauenbewegung, dann kann sich auch was in der Sprache ändern. Abschaffung von Fräulein zum Beispiel. Aber durch meine Muttersprache habe ich eine bestimmte Klassifikation bereit in Bezug auf die Welt. So schau, Humboldt rede davon, die Sprache ist wie so ein Fenster, durch das ich auf die Welt schaue. Die Sprache zeigt mir, was ist relevant, was ist nicht relevant. Bei uns im Deutschen, die zwei Geschlechter scheinen relevant zu sein. Ist jemand Mann oder Frau? Wir müssen differenzieren. Und solche Relevanzen kriege ich durch die Sprache vermittelt. Gleichzeitig, wenn ich natürlich die Sprache dann selbst verwende und von einem Fräulein rede und von einer Frau, untermauere ich, stütze ich genau diese Ideologie, dass dies wichtig ist. Und deshalb reden wir von einem reflexiven Verhältnis
zwischen etwas, was schon in der Grammatik quasi tradiert wird, und etwas, was wir alltäglich durch unser Verhalten reproduzieren oder auch verändern. Es gibt sehr, sehr viele schon seit den 80er, 90er Jahren, vor allem psycholinguistische Studien. Und zwar untersuchen die, wie ist es tatsächlich so? Also es wird beklagt, wenn wir das generische Maskulin verwenden. Das ist diese maskuline Form, zum Beispiel der durchschnittliche Brettspieler im Singular oder die Brettspieler im Plural. Also diese männlichen Formen. Die Kritik ist, die machen Frauen unsichtbar. Wir haben da eine Asymmetrie zugunsten der Männer. Bei Frauen ist es so, die wissen nie, sind sie jetzt mitgemeint oder bezieht man sich nur auf Männer. Und dieses Unsichtbarmachen von Frauen, ist es wirklich so? Oder kann man sagen, nein, das ist übertrieben. Und natürlich meine ich, wenn ich sage, alle Studenten, meine ich auch Studentinnen. Was soll das? Dazu gibt es seit 30 Jahren immer wieder psychologische Studien. Letztendlich zeigen die alle dasselbe, nämlich wenn wir ein generisches Maskulin hören, dann denken wir schneller und häufiger an Männer. Wir stellen uns kognitiv eher Männer vor. Es gibt natürlich Unterschiede. Wenn ich sage, ein durchschnittlicher Erzieher in Deutschland verdient so und so viel Geld, da kommt die Vorstellung von Frauen schneller auf, als wenn ich sage, der durchschnittliche Soldat verdient so und so viel. Also das heißt, es ist auch von den Begriffen und von der Lebensrealität abhängig, wer in welchen Berufen zum Beispiel arbeitet und so weiter. Aber es zeigen alle Studien, dass wenn wir maskuline Formen hören, uns zunächst Männer vorstellen. Es gibt auch viele Studien, die gehen in die Richtung, es wird eine Umfrage gemacht, zum Beispiel nennen Sie 5 Lieblingsautoren oder nennen Sie Ihre Lieblingsromanhelden, Ihre Lieblingspolitiker. Da werden in der Regel sehr viel mehr Männer genannt als Frauen. Benutzt man dagegen die Beidnennung, nennen Sie Ihre Lieblingsautorinnen und Autoren, dann werden weitaus mehr Frauen genannt, als wenn ich nur das generische Maskulin verwende. Also es hat eine Auswirkung auf meine Kognition, auf mein Denken. Und deshalb ist natürlich die Frage, wollen wir gendern? Was bringt es uns, Frauen explizit zu nennen? Hat es eine Auswirkung auf den Alltag? Es hat sicher eine Auswirkung auf meine Wahrnehmung von Personen und meine Wahrnehmung der Welt. Ja. Das heißt also zusammengefasst, Sprache formt unsere Realität und natürlich auch andersrum, unsere Realität, unsere Gesellschaft beeinflusst unsere Sprache. Und wenn Sprache unser Denken beeinflusst, das heißt, wenn wir bei Spielern doch häufiger an Männer denken oder wenn von Spielern gesprochen wird, Frauen, Mädchen oder Personen anderer Geschlechter sich weniger angesprochen fühlen, ist die Frage, was kann man da tun? Und ein großer Teil, wo es um geschriebene Sprache geht bei Brettspielen, sind ja Spielanleitungen. Und da machen wir jetzt den Step hin zu Brettspielanleitungen. Und bevor es dann um das Thema Gendern in Spieleanleitungen geht, Spieleanleitungen sind der Schritt zum Spiel hin. Das heißt, wir können ein Spiel wahrscheinlich nicht spielen, ohne die Anleitung zu lesen oder zumindest eine Person dabei zu haben, die die Anleitung gelesen hat und das Spiel kennt. Und da ist es natürlich sinnvoll, mit Leuten zu reden, die sich beruflich mit Brettspielanleitungen auseinandersetzen. Und das machen Benjamin Schönheiter, er ist Redakteur bei Frosted Games. Lisa Prohaska, sie ist festangestellt für Übersetzung und die Eigenentwicklung bei Board Game Circus. Und Jens Borcherding, er ist als Freelancer bei Board Game Circus für Übersetzung und Lektorat verantwortlich. Und da hören wir erstmal Ben von Frosted und Lisa von Board Game Circus. Was Hürden sind bei der Formulierung von Anleitungen? Nee, ganz allgemein ist es immer die erste Hürde ist die Verständlichkeit. Also es gibt immer so zwei große Felder. Natürlich, das eine ist Verständlichkeit und das andere ist Vollständigkeit.
Und das, ich sag mal, Vollständigkeit ist noch am einfachsten zu erreichen, logischerweise. Denn alles, was ich dafür tun muss, ist eigentlich nur alles, alle Fälle quasi abfrühstücken können, die auftreten. Das ist natürlich gerade bei einer Lokalisation eine besondere Hürde, weil ich natürlich normalerweise, oder man möchte meinen, dass man normalerweise nicht so vertraut mit dem Spiel ist, wie wenn man ein eigenes Spiel hat. Deswegen sage ich immer, spielen. Da kommt man auch nicht drum rum. Das ist bei mir eine feste Vorgabe. Wird kein Spiel lokalisiert, was ich nicht gespielt habe und was ich nicht also wirklich viel gespielt habe, weil man sonst gar nicht an die, weil zur Vollständigkeit gehört eben auch Handling-Sachen. Also wenn ich was anpacken möchte, ich muss gucken, so wenn der Spieler vor dem Spiel sitzt, wie ist seine Interaktion mit dieser Anleitung und mit dem Spiel selbst? Und das gehört für mich alles quasi zur Vollständigkeit mit dazu. Kann ich immer sagen, wenn er die Karten mischt, was sieht er da? Also ne, wie muss ich die auslegen? Das sind alles so Sachen und das ist im Original, gerade bei lokalisierten Spielen, oftmals suboptimal oder ist einfach nicht so, wie ich das für sinnvoll erachte. Und da kommen wir dann auch fließend über in die Verständlichkeit. Die Sachen müssen verständlich geschrieben sein. Und dazu gehört, wie gesagt, nicht nur, dass es also ein ganz großes, komplexes Feld mit wie mache ich Satzbau, wie verarbeite ich Informationen und so, wie kommt das hin, sondern eben, wie ist dieses Interface Spieler-Spiel? Und was kann ich da am besten anstellen? Also generell bei Spielanleitung ist ja die Herausforderung, dass wir sie verständlich gestalten. Dann haben wir natürlich noch andere Probleme wie die Platzbegrenzung, besonders bei Karten. Und wenn wir dann uns um die genderneutralen Übersetzungen bemühen, haben wir halt auch simple Hürden, wie jetzt, dass wir nicht Spieler schreiben möchten oder nicht Startspieler, so die gängigen Begriffe, die man vielleicht so kennt aus Anleitung. Es geht aber auch dann noch hin zu den thematischen Begriffen, die dann wirklich spielabhängig sind. Genau, also manche Spiele sind da von sich aus sogar sehr dankbar schon. Zum Beispiel bei unseren Tieren vom Ahorntal gibt es von Grund auf keinen Startspieler, auch schon in der englischen Version nicht, sondern da gibt es den frühen Vogel. Und um das anzuzeigen, als Erinnerung nimmt er sich dann den Wurmmarker, denn man kennt es, der frühe Vogel fängt den Wurm. Bei anderen Spielen müssen wir dann schon kreativer werden und das kann ein Spiel auch durchaus thematischer machen. Also Verständlichkeit ist so das Wichtigste, was eine Anleitung betrifft. Das haben sowohl Ben als auch Lisa gesagt. Und das ist auch, glaube ich, ich glaube, das kennen alle. Also ich merke das bei mir immer, auch wenn ich wöchentlich fast täglich unterschiedliche Spiele spiele. Ich bin echt kein guter Regelleser. Also wenn ich Anleitungen durchgucke, das ist für mich immer Arbeit. Selbst bei, ja gut, ne, natürlich, je komplexer ein Spiel ist, desto anspruchsvoller ist es natürlich nochmal. Und je klarer eine Anleitung formuliert ist, desto besser. Und wenn das auf mich als Vielspieler zutrifft, dann ist das natürlich ganz im Besonderen auch nochmal der Fall bei Leuten, die sonst nicht so viele Spiele spielen. Das ist ja häufig, ist so eine Anleitung für Leute, die nicht so viel spielen, nochmal eine extreme Hürde oder auch Leute, die irgendwie, was das Lesen, was die Sprache angeht oder unterschiedliche Aspekte, ist das nochmal eine stärkere Hürde. Und dann ist natürlich die Frage, welchen Einfluss oder wie beeinflusst geschlechtergerechte Sprache diese Hürde, den Aspekt der Verständlichkeit? Und da haben Ben von Frosted Games und Lisa und Jens von Board Game Circus unterschiedliche Ansätze. Und wir fangen mal mit Ben an. Also für mich ist, ich sage das jetzt gleich vorab, weil wie gesagt, man kann sich nur in Brennnesseln setzen mit dem, was ich gleich sage. Irgendjemand werde ich ganz gewaltig auf den Schlips treten. Ich finde Gendern super wichtig. Ich finde Inklusion beim Spielen super wichtig. Wir gendern selbst bei Frosted Games auf der Webseite, an der Ansprache mit Kunden, Twitter. Überall, wo man gendern kann, wenn man in Kundenkontakt kommt, wird gegendert, weil ich einfach der Meinung bin, man muss alle Leute mitnehmen. Oder gibt ja auch die quasi seichten Formen von Spenden für so und so viele Spielende oder Personen oder so. Das machen wir an diesen Stellen überall. In der Anleitung selbst aber gender ich nicht. Und das liegt daran, dass ich, ja wie gesagt, weggehe von formaler Sprache, eher sogar versuche, Umgangssprache zu verwenden. Und in Umgangssprache gendert man normalerweise nicht aktuell in dem Großteil der Bevölkerung. Und ich versuche, wie gesagt, jetzt sogar Hürden rauszunehmen, die ein normaler, deutsch sprechender, gebildeter Mensch eigentlich alle verstehen würde. Und das versuche ich ja schon wegzunehmen. Weswegen ich das für in der Anleitung gendern wieder drei Schritte zurück beachten würde. Das ist einfach für mich
Und das tut mir auch im Herzen weh. Und ich, also, was ich mache, und deswegen muss ich wieder sagen, zur Entschuldigung sozusagen, ich mache ja schon Elemente, dass ich so viel wie möglich diesen ganzen Spieler und so rausnehme. Diese ganzen Passivkonstruktionen, diese ganzen Mann und Spieler können Karten ziehen und so. Also diese ganzen Dinge, die dir passieren. Und sowieso alles auf du zu machen. Das heißt, du wirst das diesen typischen Spieler oder so sowieso sehr, sehr selten in meiner Anleitung wiederfinden. Alles ist per du. Die ganzen Fragestellungen dienen auch dazu, Du-Ansprachen machen zu können, Befehle geben zu können, sagen können, ziehe zwei Karten und nicht der Spieler zieht dann zwei Karten. Aber an den wenigen Stellen, an denen ich dann den Spieler brauche, zum Beispiel, habe ich halt noch den Spieler. Und nicht die Spielenden oder SpielerInnen oder so. Das, keine Ahnung, ob ich das vielleicht noch machen soll. Aber ich habe mich mal dafür entschieden, das so zu machen. Und ich fahre damit recht gut. Für mich beginnt die Inklusion viel weiter vorne. Ich sag, ich möchte die Leute mitnehmen. Ich möchte auch Leute mitnehmen, die nicht unbedingt studiert haben. Spielen ist was für alle. Und deswegen möchte ich die Sprache eben so simpel wie möglich halten. Und gleichzeitig will ich, und das profitieren übrigens auch viele Spieler davon, es gibt die berühmte Ansage, dass ein Expertenspieler könne ja, für den kann man alles schön komplex halten. Ja, das Spiel kann komplex sein, deswegen muss die Sprache nicht komplex sein. Jeder profitiert davon, wenn man Spiele einfach begreift. Das heißt nicht, dass ich Dulli schreibe oder so, ne, und Kindergartensprache, obwohl ich diese Kritik auch schon gehört habe. Aber Leute fühlen sich mit Fragen oft, als ob sie im Kindergarten wären. Aber tatsächlich ist, und das stelle ich fest, dass diese ganzen Elemente dazu helfen, dass auch Experten die Informationen einfacher verarbeiten. Weil man eben den Kopf für andere Dinge frei hat, als zu verstehen, was dieser Satz mit den 5 Kommata alles bedeuten soll. Oder Spezialbedingungen, gerade wenn es komplexe Sachen sind, ist einfacher, wenn die Sprache einfach ist. Aber wie gesagt, das ist ein super schwieriges Feld. Das ist eine Entwicklung, die ich angefangen habe vor, ich glaube, mittlerweile 6 Jahre müssten es sein, wo ich ein ganz tolles, eine ganz tolle Vorlesung gehört habe zum Thema leichte Sprache und zum Sprachverständnis und zu den psychologischen Komponenten von Sprache, dass ich mir für mich gesagt habe, ich möchte das alles so vereinen und gesagt, man wird es nie allen Leuten recht machen können. Aber als Paradebeispiel ist für mich, wenn ich ein Spiel habe, bei dem nur weiße Männer zu sehen sind, aber dann in der Anleitung gegendert ist, das finde ich verlogen. Und das sage ich gerne und das gibt es leider viel zu häufig. Also da wird dann das Gendern in der Anleitung als Lippenbekenntnis verwendet, aber es hat sich nichts geändert. Und das ist eben was ich sage, Inklusion und Diversity, das ist mir wichtig, das ist uns wichtig. Und deswegen möchte ich das überall sehen. Ich möchte das bei uns im Verlag sehen, bei den Menschen, die hier arbeiten. Ich möchte es in unseren Spielen sehen, mit den Charakteren, die wir sehen. Ich möchte es im kompletten Verständnis des Spiels und der Kunstform und des Produkt des Spiels sehen und nicht nur in der Anleitung und zu sagen, jetzt, weil du da in der Anleitung gegendert hast, bist du quasi deiner gesellschaftlichen Aufgabe gerecht geworden. Ben spricht hier natürlich einen super wichtigen Punkt an, dass Inklusion und Repräsentation nicht bei der Sprache enden sollten. Das wird bestimmt auch mal nochmal Thema in einem anderen Podcast. Hier geht es ja erstmal nur um geschlechtergerechte Sprache in Anleitung. Und da übergebe ich jetzt an Jens und Lisa von Board Game Circus, die ich nochmal gefragt habe, ob eine geschlechtergerechte Anleitung die Anleitung komplizierter machen muss und wieso sie sich entschieden haben, ihre Anleitung bei Board Game Circus geschlechtergerecht zu formulieren. Also im Prinzip wollen wir dabei die maximale Inklusion erreichen, die wir erreichen können. Also uns ist bewusst, dass es eben mehr gibt als das binäre Spektrum. Und in unseren Spielen soll sich im Prinzip einfach alle wiederfinden können. Und wir bei Board Game Circus machen es auch so unscheinbar, dass es oft einfach gar nicht auffällt. Also wenn man sich zum Beispiel unsere Anleitung von Q-Words anschaut, von unserem Dauerbrenner, dann merkt man eben nicht, dass die komplette Anleitung genderneutral formuliert ist. Weil es funktioniert auch ohne das Gender-Sternchen zum Beispiel, ohne die Gender-Gap. Und wir speziell machen das jetzt nicht, weil es en vogue ist oder weil es in aller Munde ist jetzt aktuell, sondern es liegt einfach in unserem Naturell. Also wir möchten eben die Inklusion leben und nach außen tragen und finden, dass die Sprache dabei einfach ein wunderbares Mittel ist, um dann den ersten Schritt zu machen. Das kommt, also es kommt, glaube ich, darauf an, wie man geschlechtergerecht formuliert. Wenn du das, also genau, ich finde,
dass eine geschlechtergerechtere Sprache schon viel mit einem eigenen Denkprozess zu tun hat. Also im Sinne von, dass man die, also dass du halt dann deinen eigenen Sprachgebrauch reflektierst, was du halt eigentlich konkret damit reproduzierst, irgendwie an Bildern im Kopf oder halt irgendwie auch an bestimmten gesellschaftlichen Normen. Wenn du dann halt irgendwie danach genderst, dass du halt eine bestimmte Formel benutzt, im Sinne von, ich packe jetzt halt überall ein Sternchen rein oder einen Doppelpunkt oder den Unterstrich oder, dann sage ich jetzt mal, wenn man das wirklich mit wenig vielleicht Herzblut macht oder Überzeugung, dass das dann schnell anstrengend werden kann zu lesen. Wenn du aber das Ganze eher so aufziehst, dass es halt einfach was ist, was dir wichtig ist, oder also genau, wenn du halt einfach so ein Sprachverständnis entwickelt hast, dass Sprache immer eine Art von Realität herstellt, ich finde, dann gibt es halt irgendwie auch, also dann kann man halt auch verschiedene oder andere Techniken verwenden. Also genauso wie Lisa halt auf unser Spiel verwiesen hat, da merkt man das gar nicht zwingend, weil da jetzt zum Beispiel halt nicht dieser sehr schnell ins Auge stechende, das Sternchen mit dabei ist, das Gender-Sternchen so. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und manchmal hilft wahrscheinlich auch so eine gewisse dran gewöhnen, an so eine bestimmte Schreibweise vielleicht auch. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt 30 Anleitungen hintereinander gelesen habe, wo halt immer der Spieler und dann steht auf einmal die Person, die anfängt. Dann ist es vielleicht etwas, was im ersten Moment viel überrascht oder verwirrt. Aber ich glaube, wenn man das dreimal gelesen hat, dann weiß man ja trotzdem, welche Person gerade gemeint ist. So, also das ist ja was irgendwie auch ganz viel mit Wiederholung, mit Normierung zu tun hat. Und ich denke, dass es, wenn es gut gemacht wird, und ich finde, dafür darf Board Game Circus durchaus stehen, dann wird es nicht schwieriger oder anstrengender. Genau, also ich finde auch, Menschen sind Gewohnheitstiere und man kann sich an alles gewöhnen. Je öfter man was liest, desto gewohnter ist es. Es gibt eben wirklich nicht die perfekte Art zu gendern. Also wie du schon sagtest, es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel die Beidnennung oder die Paarform, die baut dann einen Text vielleicht auf, macht ihn länger oder es wird dann umständlich bei längeren Satzkonstruktionen mit Rückbezügen. Aber es gibt eben auch sehr elegante Lösungen. Also wie ich schon gesagt hatte, eben das Q-Words, um das nochmal aufzugreifen mit der genderneutralen Anleitung. Da ist auch der Klassiker einfach wirklich die direkte Ansprache. Also dass man hergeht und sagt, nicht der Spieler nimmt, ne, oder so, sondern wirklich sagt, du nimmst oder ihr nehmt euch die Ressourcen, baut es so und so auf. Genau, und dadurch hat man auch gleich noch einen weiteren Vorteil erreicht, weil das Spiel dann noch einfacher zu vermitteln ist, weil man die Anleitung dann wirklich einfach vorlesen kann, alle fühlen sich angesprochen und mitgemeint und die Regel ist dann direkt nochmal zugänglicher. Das heißt, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Aspekte von Inklusion. Einmal Inklusion aller Geschlechter durch geschlechtergerechte Sprache, durch geschlechtergerechte Formulierung und Inklusion durch eine möglichst einfach verständlich formulierte Anleitung. Jetzt ist die Frage, gibt es da einen Widerspruch? Also inwiefern eventuell die Inklusion aller Geschlechter durch geschlechtergerechte Sprache die Inklusion bei der Verständlichkeit beeinflusst? Und da übergebe ich jetzt an Dr. Markus Friedrich. Er lehrt und forscht am Institut für Pädagogische Psychologie an der Technischen Universität Braunschweig und hat dort unter anderem die Arbeitsschwerpunkte Textverstehen, Textverständlichkeit und geschlechtergerechter Sprache. Er hat sich mit einigen Kolleginnen und Kollegen mit geschlechtergerechter Sprache in Brettspielanleitungen auseinandergesetzt. Und da war dann natürlich meine erste Frage, wieso gerade Brettspielanleitung? Also ein Grund könnte sein, dass ich gerne spiele. Da war das naheliegend, oh, wir brauchen einen, also wir untersuchen halt geschlechtergerechte Sprache und da ist gut, wenn man einen Text, also wenn man einen Text hat, wo viele Personenbezeichnungen drin vorkommen. Es gibt so Studien aus der Germanistik, die haben so sich DPA-Meldungen angeguckt und da haben die festgestellt, und tatsächlich Artikel der Brigitte, und da haben die festgestellt, dass im Deutschen so jedes hundertste Wort etwa gegendert werden müsste. Also das Problem ist viel kleiner, als man so denkt. Eine Spielanleitung ist da aber ganz günstig für uns, weil da einfach mehr als jedes hundertste Wort gegendert werden muss. Und dann kann man ein bisschen größere Effekte sich erhoffen. Aber auch ich spiele einfach gerne. Und wenn wir einen Text suchen, dann fallen mir da eine Menge Anleitungen ein. Und wir haben einmal die Anleitung von Citadels genommen und einmal die Anleitung von Cash and Guns, falls das interessant ist.
Okay, also Anleitungen in Spielen eignen sich offensichtlich ganz gut dafür, zu untersuchen, wie sehr geschlechtergerechte Sprache die Verständlichkeit beeinflusst. Und dann hören wir uns jetzt mal die Ergebnisse und den Aufbau der beiden Studien an. Also zuerst mal bei Citadels und bei Cash and Guns, da benutzen die Anleitungen jeweils nur maskuline Formen. Das heißt, wir sind dann einfach hingegangen und haben die Anleitung geschlechtergerecht gemacht, also haben eine zweite Version der Anleitung erstellt. Wir haben uns jetzt das Gender-Sternchen angeguckt, einfach weil es zu dem Zeitpunkt nur eine einzige Studie zum Gender-Sternchen gab und aber dadurch, dass das so präsent ist, ein großer Bedarf war, dass man da was drüber erfährt, ne, dass da die oft ja emotionale Debatte auch einfach mal durch sachliche Fakten versachlicht wird. Und wir haben dann ein Experiment durchgeführt. Das heißt, wir haben dann diese beiden Versionen der gleichen Spielanleitung gehabt, einmal mit nur maskulinen Formen und einmal mit Gender-Sternchen. Dann hatten wir 100, oh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, also über 100 Versuchspersonen, also hatten vorher statistisch geguckt, wie groß muss die Stichprobe sein, damit wir mindestens mittlere Effekte nachweisen können. Und die Leute wussten nur, dass es um die Verständlichkeit von Spielanleitungen ging. Also die waren möglichst unvorbereitet und also sollten nicht erkennen, worum es geht, weil sonst vielleicht so politische Einstellungen oder so einen Einfluss gehabt haben könnten auf die Ergebnisse. Und die Leute sind dann erst informiert worden. Vielen Dank, dass sie an der Studie teilnehmen, dass es freiwillig ist und so weiter. Und haben dann per Zufall eine der beiden Spielanleitungen bekommen. Das macht man per Zufall, damit sowas wie Vorwissen, ne, Spielfreude, Einstellungen zu geschlechtergerechter Sprache sich möglichst gleich verteilen auf beide Gruppen. Und nachdem die Leute ihre Anleitung gelesen haben, ihre Version, haben sie dann so einen Fragebogen zur Verständlichkeit ausgefüllt und noch so ein paar andere Fragebögen, die auch so ein bisschen da waren, um zu verschleiern, worum es ging. Und wir haben dann nachher ausgewertet, halt, wie wurde die Verständlichkeit beider Texte bewertet. Und bei der Citadels-Anleitung, da wurde in der Anleitung vor allem das Gender-Sternchen im Plural benutzt, also zum Beispiel die Spieler-Sternchen innen, und da gab es keine Beeinträchtigung durch das Gender-Sternchen. Also da wurde der Text mit Sternchen im Grunde genauso verständlich bewertet wie der Text mit nur maskulinen Formen. Wir hatten sogar leichte Vorteile für das Gender-Sternchen, da waren wir ein bisschen überrascht. Das könnte daran gelegen haben, dass sich die Leute, also ne, es waren viele Frauen in der Stichprobe, dass die sich vielleicht wirklich stärker angesprochen gefühlt haben, dadurch, dass die weibliche Form explizit mit einbezogen war. Liegt vielleicht auch an der Neuartigkeit, dass man da ein bisschen neugieriger war. Es kann aber auch einfach ein bisschen statistischer Fehler sein, dass da einfach der Zufall ein bisschen reingespielt hat. Aber die Studie stützt auf jeden Fall nicht die Aussage, dass es dadurch unverständlicher würde, wie so oft behauptet wird. Wir hatten bei der Citadels-Anleitung hatten wir das Gender-Sternchen im Plural, die Spieler-Sternchen innen, und da haben wir keine Beeinträchtigung gefunden. Und dann haben wir die Anleitung von Cash and Guns genommen, und da braucht man sehr viel häufiger den Singular. Und der ist beim Gender-Sternchen deutlich komplexer, weil da hat man, also da ist der Artikel unklar, ne? Und da haben wir dann geschrieben, der Sternchen die, Spieler Sternchen in. Da wird es deutlich komplizierter. Bei Cash and Guns sind es ich glaube so, also 1100 Wörter war der Text, glaube ich, lang, und 167 Stellen haben wir gegendert. Also da taucht diese komplexe Form wirklich sehr häufig auf. Und da finden wir dann tatsächlich eine Beeinträchtigung durch das Gender-Sternchen. Und das vermutlich, weil der Artikel unklar ist und so komplex wird. Und da wären andere Formen geschlechtergerechter Sprache vermutlich günstiger. Also zum Beispiel eine Spielende, oder ne, dann wäre es nur der, die Spielende. Oder wenn man so Neutralformen hat oder einfach zum Beispiel sagen würde, du. Die beiden Studien zeigen jetzt ja, dass je nachdem, welche Form von geschlechtergerechter Sprache man wählt, es auf jeden Fall einen Einfluss auf die Verständlichkeit haben kann, je nachdem, wie gegendert wird, müsste man natürlich sozusagen untersuchen, ne? Was sind die Gründe dafür? Hat es was mit Gewohnheiten zu tun? Das haben ja auch schon Ben, Lisa und Jens angesprochen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit den Ergebnissen? Markus Friedrich hat auch gesagt, es ist schon weitere Studien in der
in Arbeit sind, die da sozusagen nochmal replizieren und nochmal zu gucken, hey, wenn wir diese Studien wiederholen mit anderen Personen, kommt dabei das gleiche Ergebnis raus. Was glaube ich für mich, ist die Frage, jetzt müsste man nochmal andere Verlage anfragen, wieso sie nicht gendern, weil es ja schon erstmal Arbeit ist, wahrscheinlich geschlechtergerecht so Anleitungen zu formulieren, beziehungsweise sie so zu formulieren, dass sie nicht ihre Verständlichkeit beeinflussen. Ist die Frage, ob da aktuell der Ansporn noch nicht so groß ist, Anleitungen umzuformulieren. Als letzten Abschnitt geht es jetzt nochmal um die Perspektive einer Spielerin, eines Spielers. Und da übergebe ich erstmal an Martina Fuchs. Sie ist ein Teil des Podcasts Fuchs und Bär, in dem sie mit ihrem Mitpodcaster Björn mal kurz und knapp, mal sehr ausführlich über unterschiedliche Spiele spricht und ist Mitglied in der Spiel des Jahres-Jury. Sie geht nochmal allgemein auf Hürden von Brettspielanleitungen ein, aus Sicht der Spielerin des Spielers und auch nochmal, was eine gute Brettspielanleitung ausmacht. Die erste Hürde ist die Länge. Und da reden wir gar nicht darüber, dass die 8 oder 10 Seiten lang ist und vielleicht viele Bilder hat und gar nicht viel Text, sondern wenn die Leute ein Spiel schon aufmachen und sie müssen mehr als 2 Seiten Regeln lesen, dann hört das teilweise schon auf. Also das ist ganz häufig, ich glaube, das passiert aber ganz vielen Vielspielerinnen, dass wenn sie in irgendwelche Haushalte kommen, man ständig Spiele erklären muss, die da schon ganz lange liegen und man fragt sich so ein bisschen, okay, das ist jetzt ein kleines Amigo-Kartenspiel, warum kannst du das nicht? Ja, also das ist das, was im Hinterkopf abläuft, das sage ich in dem Moment natürlich nicht, aber so ein bisschen fragt man sich, okay, also gerade die Amigo-Anleitung, bei den Kartenspielen sind ja zum Beispiel immer nur, man faltet die so ein bisschen auf und dann sind das 2 Seiten. Und das ist nicht viel. Aber da alleine schon besteht die Möglichkeit, dass man Leute nicht zum Spielen abholt, weil selbst das schon zu viel ist. Ganz toll im Moment auch immer mehr, dass man Videos dazu gucken kann. Ne? Also dass dann ein QR-Code mit drin ist und man guckt sich ein Video an. Ich habe das Gefühl, damit holt man manchmal inzwischen die Menschen mehr ab. Was hindert mich an der Spielanleitung? Also ich mag das, wenn ich erstmal ein bisschen Kontext habe und ich sehe, was habe ich überhaupt an Spielmaterial zum Beispiel. Ich mag das, wenn mir am liebsten auch noch gesagt wird, wie ich mein Spiel einzuräumen habe, nachdem ich es ausgepöppelt habe. Ganz häufig fragen wir uns nämlich immer wieder, wo soll das denn hin? Ne? Also das finde ich zum Beispiel total schön, wenn eine Anleitung drin ist, wie packe ich was ein jetzt? Bei den komplizierteren Spielen, nicht bei den Amigo-Kartenspielen. Ich finde es schwierig. Also die Anleitung muss irgendwie fließen. Ich muss der folgen können. Ich muss, ich muss reinkommen können in das Spiel. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Wenn sie mich dann hat, bleibe ich auch dran. Und bei den komplizierteren Spielen, ich muss eine Möglichkeit haben, gut nachschauen zu können, wenn ich wieder eine Regelfrage habe. Eine gute Anleitung führt mich sowohl ins Thema, spricht mich an und erklärt mir das Spiel so leicht wie möglich und so komplex wie nötig. Also ich glaube, es ist schwierig, da allgemein drüber zu reden, denn wir haben einfach Spiele, die sehr komplexe Regeln haben, die kann ich nicht auf 2 Seiten erklärt bekommen. Ich liebe aber, und das kommt vermehrt immer mehr vor, Tutorials, also Regeln, Losspielanleitungen, wo man sozusagen nach ganz kurzer Regellektüre schon anfangen kann zu spielen und dann nach und nach die Regeln beigebracht bekommt, während man spielt. Das finde ich zum Beispiel etwas, was ganz toll ist, gerade für die komplexeren Spiele. Ich habe Martina dann auch nochmal auf die Hürde für Verlage angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass einige Verlage sich dafür entscheiden, nicht zu gendern, damit sie gar nicht erst diesen Stolperer drin haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass viele Spieleanleitungen ja geschrieben werden könnten ohne gendern und trotzdem inkludierend sein, indem man halt nicht vom Startspieler redet oder von dem Spieler, sondern dann sind das die Spielenden oder Personen oder man macht es mit einer Du-Ansprache. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber das muss man ja auch erstmal lernen und es geht ja vielleicht auch nicht immer. Man hat als Verlag vielleicht auch ein gewisses Portfolio, wie sehen bei uns immer Spieleanleitungen aus? Und das zu verändern,
ist, glaube ich, einfach, das dauert ein bisschen. Also es ist, glaube ich, es geht nicht so schnell, wie manche es vielleicht gerne hätten. Und für mich immer noch, ich glaube, ich habe lieber später ein gut durchdachtes Endprodukt, als irgendwas mit, jetzt müssen wir unbedingt gendern, jetzt müssen wir es unbedingt hinbekommen. Also ich habe das Gefühl, dass in den Verlagen ganz viel los ist und dass sich ganz viele Menschen Gedanken darüber machen, das Ganze inkludierender zu gestalten. Es bringt aber nichts, aus meiner Sicht, es durch Gendern komplett inkludierend zu machen für alle Personen, aber dadurch die Anleitung eventuell so kompliziert zu machen, dass die Leute beim zweiten Satz aufhören zu lesen. Also ich glaube, das ist schon schwierig, was einige Verlage da vorhaben. Und ich weiß, dass im letzten Jahr haben wir Robin Hood, die Legenden des Robin Hood haben wir nominiert vom Kosmos Verlag. Und da steht dieser Satz drin mit, bei Spieler sind Frauen mitgemeint. Ich glaube, ein bisschen anders, aber grob mit der Intention. Und da haben sich ganz viele Leute darüber aufgeregt, warum wir so ein Spiel nominieren können. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das Spiel an. Es hat eine Losspielanleitung, es ist ein tolles Abenteuer. Ich würde dieses Spiel nicht abwerten, nur weil es keine gendergerechte Formulierung in dem Moment hat, sondern ich habe Kosmos im Blick und weiß ja auch, wer Kosmos-Spiele kauft. Aber ich weiß auch, dass überall Gedanken auf jeden Fall in der Richtung sind, das auch zu verändern. Als letztes möchte ich nochmal das Wort an Jens und auch nochmal an Martina übergeben. Da geht es dann nochmal um den Umgang mit Brettspielanleitungen, die nicht gegendert sind, und ob man die Verantwortung an die SpielerInnen übergeben kann, zu sagen, hey, wenn die Anleitung nicht gegendert ist, dann können ja alle, die am Tisch sitzen, vielleicht gendern, wenn sie es wollen. Ja, klar, kann man machen. Also das hatte ich ja eben schon erwähnt. Das machen wir zum Beispiel halt irgendwie in meinem Spielkreis, in meiner Gruppe von Leuten machen wir das halt auch. Ich finde aber, dass das tatsächlich, also das ist eine schöne Strategie und ich finde sie halt irgendwie auch wichtig, das zu machen. Tatsächlich möchte ich aber nicht die großen Verlage davon entlasten, sondern diese geschlechtersensiblere Sprache hat ja einfach auch was mit einer gesellschaftlichen Position zu tun. Also ich sage jetzt mal, dass Boardgame Circus das ja aus einer bestimmten Motivation macht, weil halt bestimmte Identitäten sichtbar gemacht werden sollen, bestimmte Menschen sich angesprochen fühlen sollen. Und ich finde das ganz wichtig, dass das tatsächlich auch von Verlagsseite aus passiert, weil man damit dann einfach nochmal ein fettes Statement setzen kann. Also ja, wir sind auf der Seite derer, die gerade strugglen, die Probleme durch die Gesellschaft bekommen, weil sie so sind, wie sie sind. Wir wollen euch damit unterstützen, genau das sichtbarer zu machen oder euch die Möglichkeit geben, bei uns einfach davon zu lesen. Ich finde, das hat nochmal eine ganz, ganz andere eine Validierung von der Identität, wenn man das wirklich irgendwo gesagt bekommt im Sinne von einem Verlag und nicht jetzt von meiner besten Freundin, die eh weiß, welche Pronomen meine Lieblingspronomen sind. Ich benutze meistens du. Ne? Oder wir, oder also ich erkläre sehr persönlich die Spiele. Wenn ich Spiele erkläre, versuche ich, sie natürlich inkludierend zu gestalten. Meistens mache ich es aber ganz persönlich. Also ich erkläre sehr persönlich die Spiele mit du und wir nehmen jetzt und sowas. Ich lese ja auch nicht die Anleitung. Also es ist, ich lese die Anleitung für mich und dann erklären wir Spiele. Dementsprechend, ich habe dann vielleicht die Anleitung neben mir liegen, aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn ich eine Anleitung vorlese, ich gender. Wenn da Spieler steht, lese ich Spieler vor. Ich glaube auch, dass es so eine eigene Sache ist, die eigene Sprache zu verändern. Ich versuche zum Beispiel immer, SpielerInnen zu sagen. Mache ich aber auch nicht. Also, das ist ja das
kann ja jeder mal selber probieren, der vielleicht noch nicht voll inkludierend redet. Es klappt nicht immer. Also man versucht das immer mehr und ich glaube auch, dass ich das immer besser schaffe. Aber auch ich als Frau rede ganz häufig noch von den Spielern. Obwohl Spielerinnen mit dabei ist. Das ist halt auch irgendwie eine Sozialisationssache oder wie lange man das gewöhnt ist und so weiter. Aber ich erkläre hauptsächlich gegendert, aber halt sehr persönlich. Also so, wie ich auch, glaube ich, es am liebsten hätte, wie Spieleranleitungen geschrieben werden. Ja, ich möchte diesen Podcast dann, glaube ich, relativ ergebnisoffen beenden und einfach nochmal vielen Dank sagen an Susanne Güntner, Benjamin Schönheiter, Jens Borcherding, Lisa Prohaska, Markus Friedrich und Martina Fuchs. Okay, genau. Das war jetzt der Podcast, ein Podcast über geschlechtergerechte Sprache in Brettspielanleitungen mit 5 unterschiedlichen Personen, die unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Blickwinkel, sozusagen einmal den Blickwinkel der Wissenschaft, einmal den Blickwinkel der Verlage und den Blickwinkel als Spielerin, als Spieler auf dieses Thema haben. Ich hoffe, ihr fandet diesen Podcast spannend und interessant. Ich würde mich sehr über konstruktives Feedback freuen, gerne auf Facebook, Instagram, Twitter oder an meine Brettspiel-News-Mail johannes.grason@brettspiel-news.de. Und dann hoffe ich, ihr hört auch in kommenden Folgen wieder rein. Ciao! Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.